Nicht mehr. Ah, die sind beschäftigt. Sie sind abgelenkt. Ich hab's. Gib mich Pfeil. Gleich noch einen runterholen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded in der finalen Version. Wir sind immer noch in Missionen von Wendell Tully unterwegs. Wir müssen Wendell Tully aufspüren. Und wir sind hier jetzt ganz, ganz hinten in der Ecke vom Garten. Ich zeig mal kurz, wo wir sind hier auf der Karte. Da beim Schuppen in der Ecke, da wo der Holzscheit ist, wo der Termitenbau tatsächlich auch ist. Der ist diese Löcher da in den Holzdingern, das sind die Termiteneingänge. Da gehen wir jetzt aber nicht rein in den Termitenhügel, denn wir haben was anderes vor. Wir wollen uns holen die Materialien für die Herstellung einer neuen Waffe, und zwar ein Hammer. Da ist eine Spinne. Ein Hammer brauchen wir. Der Stufe 3 Hammer. Und zwar braucht man dafür Nashornkäferteile. Und die Nashornkäferteile soll ich am Fahrrad finden. Wenn ich nach links am Fahrrad gehe, dann soll ich da irgendwo einen Graben finden. Oder sollen zwei von denen drin sein, die ich von oben irgendwie erschießen kann. Wir haben schon dafür auch Munition hergestellt. Ist hier hinter was? Nee. Ah, hier ist der Graben, oder? Ja, da unten sind sie. Nice. Können die hier raus? Ja, oh, die können hier raus. Warte, da muss ich aufpassen. Da stelle ich mich am besten mal so, dass sie nicht raus können, nicht wahr? Und dass sie mich vielleicht auch nicht direkt sehen können. Das wäre ganz schlau. Und dass vor allem mich auch nichts anderes sehen kann. Das ist immer das, was man auch immer auf dem Zettel behalten muss. Was da sonst noch so... Ah! Genau das meine ich! Stirb, du Mistviech. Ist auch noch so eine hässliche Heslon-Larve hier. Denn ich muss dann ja... Boah, Alter. Ist nicht dein Ernst. Schnell. Boah. Junge, 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 ey, wenn ich hier nur mal einmal klarkommen würde. Genau, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Grounded reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wie toll ihr das hier alles findet. Warte mal, da hinten sind Pilze, die nehme ich mir mal schnell noch. Dann kann ich ne... Bitte? Dann kann ich nämlich essen. Und muss nicht erst mir was besorgen. Ja, warte mal, ich hätte gerne noch Wasser vielleicht irgendwie. Ich meine, ja gut, ich habe auch die Flasche zur Not. Ist egal jetzt, komm. Spielbär, stell dich auf das Blatt drauf und dann mach's vom Blatt. Oder? Nee, warte mal, irgendwie. Vom Blatt ist nicht so gut. Wo sind die denn eigentlich? Warte mal, ich muss ja erstmal lokalisieren. Wo sind die denn genau? Die sind da unten irgendwo. Ich höre hier irgendwo was. Ah, da! Okay, warte. Warte. Jetzt wird's knifflig. Boah, der hat mich schon gesehen. Okay, warte, halt. So war das doch gar nicht geplant. Warte bitte kurz. Ich muss doch erstmal die richtigen Pfeile auswählen. Mensch. Ich brauche doch die Sides-Pfeile. So, warte jetzt. Ich speichere nochmal, weil das war ja beim letzten Mal auch schon immer so eine Geschichte. Was? Du kannst pro Durchlauf nur 10 manuelle Speicherungen vornehmen. Ja, ist gut, ist okay. Na, du kannst nur das und das. Ich will nicht wissen, was ich nicht kann. Ich will... Oh. Ich will wissen, was ich kann. Nein. Na, guck mal. Haha, der kann das gar nicht so hoch schnipsen alles. Ey. Du bist so schwach. Und ich habe den High Ground. Es ist vorbei, Anakin. Ich habe den High Ground. Da hast du... Nein, daneben, Mist. Hörst du auf, dich zurückzuziehen? Meine Pfeile, Mann! Wo bist denn du jetzt? Was soll denn das? Kannst du mal kooperieren, bitte? Das finde ich jetzt aber uncool von dir. Ach, komm, ey! Ja, zeig mir deinen Po. Na toll, nur noch ein Pfeil ist übrig. Was macht er denn jetzt? Ja, schön. Das ist die Verwirrtaktik, oder was? Kannst du mal bitte dich so aufstellen, dass ich dich auch sehen kann? Na toll, was war denn das? Der Pfeil ist irgendwo abgeprallt. Nicht zurückweichen, lass das. Alter, die Wanze im Hintergrund rastet auch voll aus, ey, hier die Laus. Es wäre jetzt praktisch, wenn er sich selbst treffen würde mit dem Stein. Warte mal, jetzt hat er die Federpfeile
Ich hätte gerne die anderen. Warte mal, die Holzpfeile, die machen, glaube ich, mehr Damage nochmal. Wo ist er denn jetzt wieder? Ich rutsch hier noch runter, ich sag's euch. Da ist er, warte. Mann, nun zeig dich doch mal. Kacke. Hör doch mal auf mit dem ganzen Kram, den du da machst. Lass dich lieber erschießen von mir. Mann, oh Mann, ey. Das gut, dass ich so viele Pfeile gemacht habe. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein Geduldsspiel. Gott sei Dank hat der noch getroffen. Ich muss gleich nach unten und in den Nahkampf gehen. Ach komm. Den will ich wieder haben. Hallo, was ist denn jetzt? Das ist nicht dein verdammter Ernst jetzt. Du gehst jetzt da nicht... Ja, bitte bleib so, danke. Der hat sich schon ein bisschen geheilt wieder. Irgendwas schlabbert hinter mir. Was schlabbert denn hier so? Oh nein, nicht auch das noch. Oh nein, nicht auch das noch. Oh nein, nicht auch das noch. Warum denn jetzt auch das noch? Wieso auch das noch? Wieso bleibt mir das nicht erspart? Herrgott, noch eins. Ja, schmeiß die Pfeile wieder hoch. Genau. Na toll, ey. Vielleicht können wir das so einrichten, dass die Spinne einfach wieder in die andere Richtung... Ja. Oh Mann, ey. Ja, geh in die andere Richtung, genau. Ja, sauber. Nice, okay. Die Spinne läuft jetzt in die andere Richtung, weil sie eingesehen hat, dass sie an dem Käfer nicht vorbeikommt. Jetzt hole ich mir den Käfer, jetzt muss ich meine Pfeile wiederholen. Ach du meine Güte, das ist eine einzige Pfeileskalation. Habe ich jetzt denn den Horn-Teil auch gekriegt? Ich weiß es nicht. Oh! Geh doch woanders hin. Hässliches, blödes Mistvieh. Warum musst du jetzt hier hochkommen? Schmatzt und schlabbert sich. Ich hasse es. Mehr Glück als Verstand. Verstand? Was? Ich verstand das nicht richtig. Musst du mal in mein richtiges Ohr sagen. Nicht in mein falsches. Nicht in mein Holzohr. Warte mal. Ich muss mal trinken. Alter Schwede, ey. So, warte mal jetzt. Wie komme ich denn da jetzt runter? Ich muss die Pfeile noch aufsammeln. Die ganzen 100 Millionen Pfeile, die ich da jetzt versammelt habe. Wie viel macht mein Gleiter noch? So gut wie nichts mehr. Ist hier eine Pusteblume irgendwo am Start? Direkt natürlich hier wieder nicht. Da drüben ist eine. Oh Mann. Warte mal, was ist denn jetzt mit dieser Spinne da unten? Ist die jetzt rausgelaufen? Die ist rausgelaufen jetzt. Warte, dann laufe ich jetzt einfach rein. Die schläft jetzt nämlich. Ich will meine Pfeile wieder haben. Meine 300... Oh Gott, auch das noch. Nein, nein, nein. Aua, aua, aua. Warum denn das jetzt, Mann? Ich will doch noch die Pfeile aufsammeln. Ich will doch noch die Pfeile aufsammeln. Ich will doch noch die... Ich will noch die Pfeile. Die Pfeile brauche ich doch nur. Warte, da sind meine Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ein Loch. Oh Gott, nein, das kriege ich gut. Ah! Aua, 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 nein, nein, nein! Friss, 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 schnell! Ach du Heiligsblechle, Mann! Stamina, Stamina recken! Oh, reck doch die Stamina mal schneller, Junge! Meine Pfeile, 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 knete, knete! Oh, die Spinne schnarcht zum Glück. Weg, weg, weg. So, jetzt irgendwie in Sicherheit bringen. Warte mal, was habe ich denn jetzt eigentlich gekriegt? Ihr habt das schon wieder keinen Kopf gekriegt. Mist. Das ist ja... Viele bunte Pfeile, ja. Das ist, die lasse ich mir hier nicht nehmen. Die habe ich mühsam gecraftet, ja. Ich speichere gleich mal direkt, Alter. Heftig. Ja, ist gut mit deinem Limit hier. Immer diese Einschränkungen. Wo ist jetzt noch was? Warte mal, da soll noch einer sein irgendwo, habt ihr gesagt. Ich brauche mal so ein Ding hier, so zum Runtergleiten, sonst bin ich ja hier voll benachteiligt. Ach, guck mal, wie wir da haben. Okay, hat sich erledigt, die Frage. Wie war das von wegen, der ist unten? Ja, genau. Sehen wir ja, wie er unten ist. Warte mal, das muss ich irgendwie anders lösen. Das geht nicht so. Das kann ich nicht im 1-zu-1-Kampf machen, das geht nicht.
Komme ich irgendwie hier auf die andere Seite rüber? Warte mal, über das Blatt und dann auf der anderen Seite langlaufen. Zwei sind unten, einer ist oben. Okay, aber den zweiten, der jetzt da unten sein soll, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ah, ein Kaugummi, warte mal. Gib mir mal hier die Schaufel. Den können wir aber gleich mitnehmen eigentlich. Wenn wir den schon mal hier vor der Nase haben, nehmen wir den auch mit. Meine Güte, ey. Das ist mal ein Klotz. Wo ist es jetzt hin? Da. Einmal Gummi, zweimal Gummi. Oh, dreimal Gummi. Sonst gab es immer noch zweimal Gummi. Guck mal, es ist ein Handschuh. Vergessener Gartenhandschuh. Was ist das hier? Raw Science. Nice. Kann man da... Was? Kann man in den Handschuh rein? Nee. Oh, da hinten blitzt was. Habt ihr das gesehen? Hier läuft irgendwas. Irgendwas ist hier. Ich höre hier irgendwas. Oder ist es die Musik? Das ist ein Molar! Verdammt nochmal, ich brauche jetzt mal so ein Gleitschwengel-Ding hier. Warte mal. Geben wir mal den Arm, genau, und dann machen wir hier jetzt. So, dass die nicht runterfallen, bitte. Nein, dass sie nicht runterfallen, genau. Sind überhaupt welche entstanden? Von den Gleitdingern jetzt? Nee, oder? Ich sehe da keine. Da sind keine entstanden, wie es aussieht. Betrug! Keine gesehen, ja. Da sind einfach keine entstanden. Danke dafür! Danke für nichts! Ich arbeite mich jetzt mal wieder zurück. So ein bisschen. Warte mal, wir haben jetzt zwei Teile von diesen hässlichen Nashornkäfern bekommen. Aber immer noch nicht den Kopf. Wenn er den überhaupt kriegt. Aber wir können jetzt mit den vier Teilen, die wir jetzt insgesamt haben... Ah, nee, können wir nicht. Nee, wir brauchen ja noch den Rost und den kriegen wir ja nur mit dem Hammer. Verdammt nochmal, wieso kriege ich diesen blöden Hammer nicht? Also diese blöde Teile... Moment mal ganz kurz. Da ist noch eine Dings. Ich hole mir jetzt... Ich will jetzt noch so Gleitschirmer. Ich will jetzt Gleitschirmer. Komm schon, los, gib mir Gleitschirme jetzt. Nee, da kommt wieder nichts raus. Ja, bitte, da hinten. Es ist doch einer. Ist aber auch nur einer, lol. So ein Geiz hier. So, dann lass den fallen. Jetzt haben wir wieder einen frischen. Nicht, dass ich hier abstürze und dann ist vorbei. Jo, warte mal, was ist das da drüben? Habt ihr das gesehen? Da ist dieser Skarabäuskäfer gewesen. Wo ist er hin? Er ist weg. Hängt er da vielleicht noch? Irgendwo? Nee. Doch, da, warte mal, da kommt er. Oh, verdammt, ist der schnell weg, Alter. Das wird mit der Armbrust, glaube ich, nichts. Warte mal, vielleicht hängt er da noch irgendwo. Der geht ja, der gräbt sich ja dann auch immer ein, wenn er angegriffen wird, glaube ich. Verdammte Scheiße. Ja, da hat er sich eingegraben. Der andere hat sich da auch eingegraben. Moment mal. Ach, kann das sein? Das ist der Kohlesack und hier gibt es das Rezept fürs Katana. Aber da müssen wir, glaube ich, mit dem Minzperk und mit der Sombrero-Rüstung müssen wir da reingehen, glaube ich. Sonst, wenn ich das so mache, sterbe ich, glaube ich. Bomba da bomba da bomba da bomba da bomba da bing ba da bomba da bam. Wo ist denn jetzt der Nashornkäfer, der letzte? Ich habe keinen gesehen, muss ich jetzt mal so sagen. Keinen zweiten. Ihr meintet, da ist noch einer unten. Ich habe keinen gesehen, keinen gehört. Dann muss man mal gucken. Da müssen wir doch den anderen uns noch krallen. Warte mal. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir bei dem anderen so ran, dass er uns nicht angreifen kann? Da ist die blöde Wanze da. Kommt man irgendwie hier oben noch weiter hoch? Dass man ihn vielleicht von oben irgendwie nochmal angreifen kann. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Auf der Höhe, wo der obere ist. Ja, da muss ich ja dann auch aufpassen, dass der obere mich nicht erwischen kann dann. Da sind wieder die hässlichen Viecher. Kommt man hier von der einen auf die andere? Nee, was ist denn das da unten? Da liegt irgendwas. Was? Wer, wo? Ach, da unten. Irgendwo hier unten. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Okay, warte, ich springe auf die andere Seite. Muss mal gucken. Ach, da unten, da.
Okay, alles klar. Aber warte mal. Ist trotzdem irgendwie ungünstig hier, muss ich sagen. Weil der kann da hinten hochlaufen. Was er auch gerade versucht, so ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich versuch mal. Okay, egal. Eigentlich, warte, komm, trink mal nochmal was. Junge. Und iss mal nochmal was. Yum, genau. So, und jetzt machen wir das. Egal wie, wo und überhaupt, hast du nicht gesehen. Jetzt hauen wir dem richtig in die Pfanne. Jetzt muss ich nochmal schnell hier die Salzpfeile wieder... Ach, ich habe ja gar keine Die Salzpfeile sind alle nicht mehr aufgesammelt worden, wie es aussieht. Okay, das ist natürlich schlecht. Sind die dann kaputt gegangen direkt, wenn man damit... Egal. Hoffentlich kommt er jetzt da nicht raus. Und hoffentlich kommt jetzt nicht irgendein anderes Vieh, was mich dann wieder angreift. Jetzt heißt's Daumen drücken. Zur Not muss ich mal ranlaufen mit dem Hammer und muss ihn halt mal einmal schlagen oder so. Meine Pfeile fliegen sonst wohin. Leider kann ich von hier oben die Bauchpartie überhaupt nicht richtig treffen. Alter, wie die Pfeile wegfliegen, ey. Nicht normal. Jetzt nochmal recken, genau. Guck mal, wenn er aber so hängt, dann ist das gut. Ich habe nur leider die Befürchtung, dass die Pfeile nicht ausreichen. Komm schon, zieh. Hälfte haben wir. Jetzt bloß nicht sterben oder irgendwas Dummes machen. Es ist echt, die Pfeile fliegen auch immer in dieselbe Richtung. In irgendein Nirvana fliegen sie hin, ey. Keine Ahnung. In irgendeine Paralleldimension werden die Pfeile reingesaugt. In die Nashorn-Käfer-Paralleldimension. Unglaublich. Ich frag mich, wo die dann alle liegen. Die liegen bestimmt alle auf demselben Haufen dann. Komm schon. Lauter Querschläger hier. Auf die Augen. Nee, ich schieße jetzt einfach auf den Rücken. Damit er sich nicht jetzt irgendwie wieder wegbewegt. Der soll jetzt so bleiben, Mann. Ich hab ihn genau da, wo ich ihn haben will. Ach komm, was war denn das jetzt, Mann? Da hat der Pfeil den anderen Pfeil weggekickt. Komm schon, Mann, komm schon. Ja! Rauf auf die Puppe! Geil, geil, geil. Schnell die Pfeile einsammeln. Hier sind Spinnen unterwegs. Wo sind jetzt die ganzen Pfeile hingeflogen? Heu, die Deuten. Ausweichen, zurückweichen. Ich will meine Pfeile wieder haben. Die lasse ich mir nicht nehmen. Das ist Scheißviech. Ah! Mein Gott, verdammte Scheiße nochmal! Hey, schnell was essen! Gott. Ach du meine Fresse, Mann. Was sind das auch eigentlich für Mistviecher hier unten, ey? Ah, ich hab den Horn, ich hab's Horn. Warte, ich muss speichern, Schnell speichern. Ja, lass mich doch in Ruhe mit deinem Speicherlimit. Ich hab's. Meine Pfeile. Ich will meine Pfeile wieder haben. Oh, ich war fast tot, Mann. Ich bin fast tot gewesen. Hab ich nicht noch irgendwie einen Verband oder so? Nicht die komischen Eier da. Gib mir hier schnell Verband. Was ist das hier? Vergrabener Schatz. Warte, das ist der Candy Corn. Raus damit, komm. Meine Güte. Wie, benötigt ein... Ist nicht dein Ernst, jetzt brauche ich bestimmt den... Den Hammer, oder? Ah, okay, gut, den Hammer brauche ich. Okay, gut. Ja, es ist Candy Corn. Ich werd wahnsinnig. Süßigkeiten. So, warte, da müssen noch Pfeile von mir sein. Die Suche nach den Pfeilen. Ja, hier, siehst du, ich sag's doch. Hab ich doch genau gewusst. Da sind noch mehr. Wie so eine Spur aus Pfeilen, ey. Okay, nee, warte, das ist mir jetzt zu uncool. So, dann müssen wir das Ding jetzt analysieren. Warte mal, jetzt muss ich hier wieder raus erstmal. Oh, nee, bitte nicht, ey. Sag nicht, da ist jetzt schon wieder so ein blödes Viech. Okay, ich renne einfach vorbei. Ich renne einfach. So, ja, jetzt.
Lauf, 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 Junge. Lauf, Junge. Lauf, 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 lauf. Pfeile. Xarabius. Egal. Ignoriere alles jetzt. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich habe auch keine Ahnung mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin hier. Warte mal, wir müssen uns irgendwie mal orientieren Richtung Base jetzt. Wir haben jetzt das, was wir brauchen. Wir müssen jetzt diesen gefährlichen Bereich einfach nur verlassen erstmal. Ohne zu sterben, idealerweise. Jetzt nicht krepieren wegen irgendwas. Ich glaube, ich muss einfach da entlang in diese Richtung. Ha! Oh Gott, ich dachte, ich fall runter. Alles gut. Komm schon, zieh! Du hast ein würziges Stück geknackt. Was, ein würziges Stück? Bitte was? Ich guck gleich. Ich kann nicht gucken jetzt. Wenn ich jetzt gucke, ist es tödlich. Gucken ist tödlich jetzt. Da, 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 da. Nice, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich mich nur noch randengeln. Und dann einfach zurück zum Labor und analysieren. Mit dem würzigen Zeug kann man Waffen ohne Element das Element scharf geben und man kann Repkleber und Feuerstab herstellen. Okay. Was haben wir noch alles? Vier Teile, Nashornkopf und das ist dieses würzige Stück, genau. Ein feuriger Splitter aus einer Hot-Cha-Cha-Süßigkeit. Dann kann ich ja auch gleich zur Pagode runtergleiten und dann gleich mal da analysieren lassen. Schauen wir mal. Bitte den Hammer. Ja, da ist ja der Hammer. Hä, der sieht aus wie so ein Conan-Helm hier, der schwarze Ochsenhelm. Wie der Helm, den Conan im Finale von Conan der Barbar getragen hat. Herrlich. Und da haben wir ein scharfer Pfeil. Okay. Boah, was hat das bitte gebracht? Alter, guckt euch das mal an. Wir haben ja Schrei gefaltet. Ja toll, das hätte ich doch... Ich hätte einfach irgendwas analysieren können, wäre ich auch auf das Rezept gekommen. Okay, geil. Aber wir haben Zeug. Nice. Und dann können wir jetzt den Hammer hoffentlich herstellen. Ich brauche mal jetzt nicht zwei Köpfe für den Hammer. Das wäre jetzt ungünstig. Das Vergrößern würde ich jetzt noch Wunder nehmen. Okay. Vergrößern. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen noch. Das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir das Material für diesen Hammer jetzt überhaupt haben. Mal gucken, was fehlt denn da jetzt noch? Wenn da überhaupt noch was fehlt. Hammer, Hammer, Hammer. Nashorn. Oh, okay. Puppenleder, verdammt. Was ist denn jetzt so wieder Puppenleder? Puppenleder, warte mal. Sind es nicht Puppen von Faltern oder so zufällig? Puppen von Faltern müssten das sein, oder? Puppen, die verpuppen sich doch. Warte mal. Ich schieb mal die Käferteile erstmal hier rein jetzt, damit wir die nicht verlieren jetzt. So, warte. Jetzt müssen wir mal kurz... hier den Kaugummi packe ich jetzt mal auch hier rein. Das Essen packe ich hier rein. Den... Ja, hier habe ich noch Insektenteile. Die müssen auch noch hier rein. Hier die Köpfe, den Schlabber. Genau, Schlabber im Hut. Puppen vom Marienkäfer. Barbies, genau. Vergrößern wird fix nix. Da fehlen mindestens noch zwei Bosse. Oh Gott. Was, die hängen unter der Veranda? Unter der Veranda? Moment mal. Nein. Sekunde mal. Ich glaube, ich schlafe erst mal kurz nochmal. Da müssen wir mal darüber gucken zur Veranda. Ich schlafe mal schnell, damit wir mal Tag haben. Wie spät ist? 0 Uhr. Ja, dann wach mal um 8 Uhr morgens auf. Komm. Puppenleder findest du in dem Graben, wo du gerade warst. Ja, toll! Perfekt! Ah! Hätte ich natürlich das gleich suchen können noch. Na, egal. Ist wurscht. So, warte mal, diese Riegel, die packen wir jetzt mal hier auch nochmal weg. Da will ich jetzt nicht alles wegfuttern die ganze Zeit. Dann holen wir uns jetzt noch schnell mal Essen. Trinken gibt's ja hier. Ach ja, die Flasche muss ich auch wieder voll machen, lol. Die haben wir ja wieder reichlich entleert. Ich hole mir jetzt noch mal hier Kaulquappen schnell. Quappenkaul. Nice, guck mal, da sind zwei. Die wollen doch, die haben doch Bock. Sterbt. Für das große Ziel. Genau. Sauber. Braucht man Stufe 3 Axt. Ja, wir haben ja den Arm. Wir haben den Arm ja dafür, den Metallarm. Ach nun, Mann, nun stell dich nicht an wie der letzte Plebs.
Dankeschön. So, genau. Wir haben ja den Metallarm. Damit können wir das ja machen. Nur jetzt ist die Frage. Einer sagt Veranda, der andere sagt Graben. Was ist nun richtig, frage ich mich. Und welche Veranda ist gemeint? Welche Veranda ist gemeint? Die Veranda vom Schuppen oder die Veranda vom Haus? Genau, der Arm ist eine Stufe 3 Axt. Das ist alles schon richtig so. Welche Veranda? Wo muss ich hin? Schuppen. Okay, vom Schuppen. Unter der Veranda vom Schuppen. Beim Schuppen unter der Veranda oder im Graben daneben. Okay. Lass Veranda, denn sie will ja. Dann gehen wir da mal gleich hin, ich meine. Da müssen wir gleich wieder genau dahin, wo wir gerade waren. Ich war. Nice. Los, gib mir hier das Essen jetzt. Mach hinne. Brate den Storch. Komm schon. Da, wo die zwei schwarzen Marienkäfer sind, neben dem Düngersack. Okay, neben dem Sack. Gut, das ist eine gute Angabe. Da komme ich klar mit. Da weiß ich, was anzufangen damit. Also zum Sack. Wir müssen dahin, wo wir gerade schon waren. So. Wie viele Pfeile haben wir noch? Ja, geht alles noch. Dahin, wo wir gerade eben schon waren. Aber jetzt haben wir Tageslicht. Jetzt sehen wir da auch was. Gott sei Dank. Stellt euch vor, wir wären blind die ganze Zeit. Das wäre nicht so gut. Gehen wir mal nochmal dahin. Ja, stimmt. Da fiel mir schon immer mal auf, dass da auch so komische Gebilde unter der Veranda gehangen haben. Das waren die wahrscheinlich. Pass auf, da sind auch Termiten. Ja, dann müssen wir die irgendwie ablenken. Keine Ahnung. Da müssen wir die irgendwie ablenken mit irgendwas. Ich krieg das schon hin. Da kleben Erdbrocken an der Decke. Da sind sie drin. Okay, an der Decke. Na toll. Kommen wir da überhaupt dran? Da haben wir, glaube ich, schon schwierigere Sachen gehabt jetzt. Das mit den Nashorn-Käfer war, glaube ich, schwieriger. Würde ich jetzt mal sagen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte einfach, dass das schwieriger war. Ablenken, das wird wieder eine Panikattacke vom Chaosbär. Ja, genau. Ja, sehr gut. Und hier den trinken wir gleich noch. Was? Nein, um Gottes Willen. Renn! Ich wollte eigentlich trinken, aber er hat es wieder nicht gemacht, der Idiot. Weil er halt gesagt hat, Flasche habe ich in der Hand, da kann ich nicht trinken. Ja, toll. Warte. Dann machen wir es halt so. Schon da wöhnen, guck mal. Immer schön über die Stängel rüber. Dann kann mich nichts überraschen hier. So, da drüben müssen wir hin, ne? Da drüben müssen wir hin. Ui! So viel zum Thema, mich kann nichts überraschen. Und bei dem Fahrrad waren ja hässliche Spinnen, da müssen wir auch aufpassen. Was hier schon wieder alles durch die Gegend schwadroniert, das gefällt mir überhaupt nicht. Hui! Unter der Veranda sind auch schwarze Marienkäfer. Ja gut, solange die mich nicht sehen. Die dürfen mich halt nicht sehen. Die Wolfsspinne macht mir ehrlich gesagt... Was, wo? Maybe we can get a few more experience points. Ja, das ist eigentlich das Letzte, was ich gerade denke. Experience Points, vor allem, er ist schon hoch experienced. Warte, warte, warte. Hier ist das, oder? Nee, ist gut jetzt. Was ist das? Robuster Quarzit. Ach, naja, komm. Ich habe Angst vor der Spinne, wenn die mir hier einen Weg abschneidet, ey. Ohne Witz. Mach mal hin, schnell. Mach das mal kaputt. Los. Ich sehe da aber keine Kokons an der Decke. Einen weiter. Okay, warte. Dann müssen wir einen... oh nein, hier ist ein Spinnennest, glaube ich. Oh, dann muss es irgendwie hier sein. Ah ja, da. Ich sehe schon. Ich hab's. Gib mich Pfeil. Gleich noch einen runterholen. So, warte. Und jetzt... Was habt ihr jetzt gesagt? Um Gottes Willen. Ach, mit Axt. Warte. Ach, warte, ja, schnell. Mach doch, mach doch. Nimm, nimm, nimm. Nicht mich, nicht mich. Nicht mich. Ah, die sind beschäftigt. Sie sind abgelenkt. Wo ist die Laus? Die ich runtergeholt habe. Ich habe doch hier noch eine runtergeholt. Wo ist die denn jetzt? Da, die liegt beim Marienkäfer. Mist. Okay, warte. Holt euch die. Er holt euch die. Seid beschäftigt, seid beschäftigt. Ignoriert mich, ignoriert mich. Nein! Oh Gott, warte. Ignoriert mich, ignoriert mich.
Ignoriert mich. Ich existiere gar nicht. Ich bin nicht da. Nimm das. Nein, was zum Teufel? Ah! Warum nimmt er denn das nicht auf? Ich raste schon wieder aus. Warum hebt das denn eigentlich einfach auf mit seinen Händen? Ich könnte ausrasten, Mann. Ich könnte immer so ausrasten, Mann. Hat er es denn in die Hand genommen? Was hat er denn jetzt? Eine Larve hat er oder was? Eine. Nimm den... Ja, ich hab's. Zweite Puppe, zweite Puppe. Ran an die Puppe. Ran an die Puppe. Was? Da ist noch ein Molar? Das ist mir jetzt gerade egal. Ich hab zu tun gerade. Ich bin beschäftigt. Warte mal ganz kurz jetzt. Ich muss mal ganz kurz chillen. Wie viel habe ich jetzt? Zwei habe ich jetzt. Wie viel brauche ich denn eigentlich? Was hat man gesagt? Wie viel brauche ich? Schlüpfen die eigentlich? Wo war ich denn jetzt? Hier. Puppenleder. So, wie machen wir denn jetzt? Reicht das jetzt oder reicht das nicht? Ist die Frage. Ich nehme es einfach mit, komm. Nein, die schlüpfen nicht. Okay, gut, das ist schon mal gut. Hä? Oh! 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 Ich glaube, wir gehen mal. Ich glaube, das Glück sollte man nicht herausfordern. Aufhängen zum Trocknen. Okay. Erstmal analysieren müssen wir das. 1:1 am Dörrgestell. Okay, speicheln. Nee, jetzt wird nicht gespeichelt. Jetzt wird rübergegangen. Es wird eh immer gespeichelt hier die ganze Zeit. Wird ständig gespeichelt. In einer Tour wird hier gespeichelt. Hier wird mehr gespeichelt als... Okay, das sage ich jetzt nicht. Los, geh rüber jetzt und dann hauen wir das da rein in den Analysator. Dann analysieren wir das und dann hängen wir das ans Gestell dran. Und dann muss ich ja nochmal eigentlich schlafen gehen, weil das dauert ja wieder 10 Jahre, bis das dann getrocknet ist sonst. Und dann machen wir das. So sieht's aus. Analysieren, trocknen und Leder nochmal analysieren. Genau, weil wir brauchen ja auch die Science Points, die hohen. Mann, ey, ich sag ja. Boah, Mann, das war schon wieder so. Weißt du, er haut das kaputt. Das leuchtende Ding liegt vor seinen Füßen. Ich drücke eh, damit er es aufhebt. Er so, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich das aufheben soll. Warum hat die keine Ahnung, was soll ich damit machen? Ah, Gott, meinst du, möchte ich ihn erwürgen? Den Jürgen möchte ich manchmal erwürgen, ein bisschen. Könntest du bitte immer so schreien? Wie? Ah, da gibt's wieder dann... Ja, dann, ah, du schreist immer so, du musst mal aufhören zu schreien, oder? Lasst mich doch alle. Lasst mich doch alle in Ruhe. So, hier. Also, ich muss analysieren, noch eigentlich vergessen. Der Charakter ist nur so gut wie der Spieler. Alter! Alter! Ich bekomme Bauchweh vor Lachen. Ah, so, hier, was haben wir jetzt hier? Gib mir irgendwas Rezept. Puppenleder, nice. Ich habe Rezept und ich werde benutzen Rezept. Ich werde machen mit Rezept, werde ich machen Zeug. Chill mal dein Würstchen. Was, mein Würstchen? Wo gibt es das Teil, was du in der Hand hast? Moment, von welchem Teil sprechen wir hier gerade? Sekunde mal bitte. Dieses lange, harte Ding, was ich in der Hand habe, was da so vor mir ist gerade? Ja, naja, wie soll ich das sagen? Das ist einmalig. Das ist ein einmaliges Gerät. Das findet man nicht an jeder Ecke, sowas. Das ist halt schwer zu kriegen. Warte, ich kann gerade nicht. Bin gerade beschäftigt. Hier, ich muss das aufhängen jetzt. So, warte, wir müssen ins Bett gehen. Moment, ich leg mich mal jetzt ins Bett. Nein, ich darf noch nicht. Ich darf bis 20 Uhr nicht schlafen. Ach, das ist doch... Kackemmelung hier. Ich kann ja mal gucken, was wir so kochen können. Das wäre doch mal was. Fliegenchaos. Ne, Klatschos. Fliegenklatschos. Eichelbrocken, Madenschleim. Milbbrotleib. Milbenpelz, Dörrfleisch. Läusefleisch. Dörrfleisch. Bieneneintopf.
Mit Bienenpelz. Okay. Oh, mit Pollen. Lavagne. Frischer Bullirock-Riegel und Madenschleim. Das Milchbrotleib müssen wir mal probieren. Das sieht ziemlich einfach aus. Vielleicht kriege ich ja eine Laus noch. Mal gucken. Ich suche mir jetzt mal eine Laus und dann probiere ich das aus. Mit einer Laus. Hoffentlich läuft die Laus mir nicht noch über die Leber. Dann geht das hier aber... Dann geht das hier aber ganz schnell Richtung Süden jetzt. Mal gucken, ob es hier eine Laus gibt. Oh, warte. Oh, warte. Meins. Ja gut, war jetzt eigentlich sinnlos. Ich habe ja schon gegessen und getrunken. Die Volksfront von Judäa ist bestimmt auch da. Was? Wo soll die denn sein? Verdammt nochmal, die ist auch, ist immer da, ständig. Ah! Um Gottes Willen. Warte, 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 warte. Ich habe hier schon wieder, ich habe eine Laus gehört gerade. Ich habe sie nie gesehen. Da ist... Irgendwas macht hier ganz seltsame Geräusche. Ach, da ist ein Nashorn. Da hinten ist ja einer, Leute. Ich hätte gar nicht bis ans Anus der Welt laufen müssen. Da steckt einer fest da drin. Na toll. Hier ist irgendwo Rohr Science. Moment, wo denn? Hier hat einer mit Soldaten gespielt. Das sind die Toy... Ach, da oben. Jetzt sind die Toy Story Soldaten hier. Moment. Leicht verdientes Geld. Würde ich mal sagen. Und dann hatte ich... Was hatte ich jetzt eigentlich? Ich wollte eine Laus suchen eigentlich. Ich muss doch mal eine rumlaufen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Sonst kriegt man hier ständig Läuse. Man kriegt hier sonst ständig Läuse und jetzt kriegt man nichts. Keine einzige. Das ist aber typisch. Da braucht man einmal Läuse und dann kriegt man keine. Naja, da merke ich mir das einfach mal für später, würde ich sagen. Wir merken uns das alles für später. Jetzt geht die Sonne, die geht gerade unter, ja. Da können wir ja dann eh gleich schlafen. Naja, egal. Ich gehe jetzt mal zurück. Ah! Nice! Man muss auch mal meckern und dann läuft das sofort. Ach ja, die müssen wir eh erst noch dürren. Dürren. Dann hängen wir die jetzt auch mit ans Drying Rack. Da war ja noch ein Platz frei. Da war ja noch ein Platz übrig. Dann lohnt es sich jetzt auch, die Läuse zu dürren. Wenn wir da besseres Essen für kriegen. Was ein bisschen länger auch hält und ein bisschen satter macht auch vielleicht. Oder einen Buff gibt. Wäre natürlich nice. Trinkflasche neu mal. Ja, da brauchen wir erstmal die Larventeile dafür. Also die anderen von den Erdlarven. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.